So, hey ho, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Agreement Skies. Wir stehen hier heute wieder in unserer schönen kleinen Welt. Und wie man sieht, ich bin einmal wieder gestorben. Yay. Ja, weil ich einfach zu dumm war und nicht auf meine Hungeranzeige geachtet habe. Naja, dann haben wir hier wieder einen Golden Bag of Holding, wo drin sind diverse Maschinencrafting-Rezepte, ein Synthesizer, Milch und Wasser und diverse Maschinen und ein Block of Gold. Was wir mit dem machen, sehen wir hier. Also da. Ja, das ist ein Tier 3 Blattaltar. So sieht er aus. Da müssen wir den Goldblock hier reinlegen, um für eine Quest hier, warte, Wandquest ist Anker Lua. Diese Zombies und hier Wizard Steve müssen wir nämlich ein Larger Orb craften. Ja, und dafür brauchen wir halt diesen Tier 3 Blatt. Aber das machen wir später, denn wir machen zuerst Wands of Power. Golden Cap und Focus Pouch. Und was ich euch nochmal zeigen will ist, also hier habe ich halt was gemacht, ne? So sieht's aus. Dann habe ich hier noch ein Birch Case gemacht, wo drin ist, müssen wir einen normalen Hand öffnen, wo drin ist unser Sacrificial Orb, ne? Hier wieder unser Alchemic Chemistry Set auf unserem schönen Tisch. Und ich habe hier unsere Soul Sand Maschine vollständig aufgebaut. Die würde jetzt zu 100% funktionieren, habe es aber noch nicht eingeschaltet, da sie Sand braucht. Und nochmal hier von links. Und hier habe ich jetzt was gemacht. Ein kleiner Eingang. Hier war vorher unsere, jetzt habt ihr es schon gesehen. Hier war ja vorher unsere, hier sollte eigentlich unser, Dingslager sein, unser Getränkelager. Aber jetzt habe ich hier eine neue Mob-Farm im Plan. Mit den Conveyor Belts und den Boiler. Vielleicht werden wir das oben auch noch benutzen. Mega. Vielleicht werden wir das oben dann doch noch benutzen, aber erstmal nicht, weil hier habe ich jetzt erstmal nur zum Bau gemacht, wo sozusagen halt die Kabel wieder rausführen. Naja, und da oben habe ich alles ausgeleuchtet. Hey, zwei 10er Stacks und einer. Naja, auf jeden Fall, hier entsteht halt unsere neue Mob-Farm, denn das Besondere an Conveyor Belts ist, wenn man da drauf hat, also hier in diesen einzelnen Feldern sollen halt Monster spawnen, die latschen dann irgendwann hier drauf und kommen hier auf diese Conveyor Belts. Man kann sich eigentlich nicht befreien von denen. Also man kann sich nicht befreien von denen, man ist sozusagen gnadenlos gefangen. Dann wird man hier zu dem Grinder geschickt. Und dann hier geschreddert. Ja. Also normalerweise kann man sich halt eigentlich nicht davon befreien. Also ein normales Monster kann sich eigentlich nicht davon befreien. Und ist auch Enderman sicher, also hier port sich dann, hier werden sie ja nicht immer Endermänner rumporten. Denn warum sich die Endermänner rumgeportet haben bei uns, vorher bei der alten Mob-Farm, die sind mit dem Wasser in Kontakt gekommen und deswegen haben sie sich halt überall rumgeportet. Ja, und hier ist Dark Glass. Das hat die spezielle Eigenschaft, man kann durchschauen, es ist durchsichtig, aber es lässt kein Licht durch. Also wenn wir hier die ganzen Fackeln entfernen, hier überall zumachen, bleibt es dunkel. Das ist besonders an Sinn. Und hier Cobblestone, der da weiß, wie das ist. Auf jeden Fall. Was ich nochmal zeigen wollte, hier. Wir brauchen ja für irgendwas Slime. Wie stellt man den her? Mit Wasser und Milch. Denn wir können einfach hier hingehen, was wir erstmal zuerst da machen soll. Ich glaube, ich schaue mal auf den Fall lieber, ob ich jetzt irgendwas falsch mache. Hier, da stehen. Wasser und Milch. Also zuerst Wasser, dann die Milch. Das hätte ich schon wieder falsch gemacht. Man nehme Wasser und Milch und man kriege Making Slime. Dauert ein bisschen, so lange können wir schon mal Wasser holen. Ich
weiß nicht, ob es egal ist, in welcher Reihenfolge, aber ich nehme trotzdem lieber erstmal das Wasser, dann ins die Milch. Ne? Deswegen haben wir auch die Kuh ausgesetzt. Brauchen wir am besten einen Stall für die. Und meine Baumplantage. Oder irgendwo gesehen, 9900. Ready Slime. Und wir haben einen Slimeball. Das müssen wir sehen. Ja, und so machen wir halt Slime. Boom. Wieder Wasser nachfüllen. So. Einmal können wir es noch machen. Bis dann. Auf jeden Fall so machen wir halt Slime, und das Slime brauchten wir auf jeden Fall für etwas Wichtiges, nämlich die Magma Cream. Ich glaube, ach ja, stimmt, das war die Magma, ja genau, das war die Magma Cream. Die brauchten wir für, wo ist es? Auf jeden Fall auch den Niedelgang, den wir auf jeden Fall noch haben. Genau, für den Inokulator. Dafür brauchten wir was, und übrigens, da ich gestorben bin, ist irgendwie meine schicke Enderman-Maske verloren gegangen. Aber egal, wir haben ja immer noch eine gute Diamante. Yay! Sind fast voll Diamant. Unsere Rüstungsanzeige da unten ist auch schon voll. Cool, ja gut, Making Slime ist bei 60%. Was? 5? Haben wir schon genug? Wow. Machen wir vielleicht doch erstmal ein bisschen Tweez. Denn das können wir nämlich abschließen. Komm, jetzt 90%, Junge, jetzt kommt hier auch raus. Hau raus den Shit. Und wir haben 6 Slimes. Reicht. Nice. Dann hole ich mir ganz kurz hier die ganzen Fasching-Rezepte raus. Das. Das. Und das. Das. So. Kein Platz mehr hier. Ich glaube so. Genpool. Hey, ich hab das ganze Rezept einfach auswendig. Sehr gut. Dann. Das war in der Kühlakon. Ich glaube, das waren die drei Gastränen. Das. 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 Dann so. Ja, schade. Was es ist, das könnte. Ich schau grad mal ganz kurz. Was ist gut da? Bisschen Tweez. Ich glaube, das war der Purifier, ne? Das müsste der Purifier sein. Ups. Der Purifier. Ach so, ja gut. Achso, ja. Purifier. Und das letzte. Das letzte, das schwerste ist. Erstmal muss ich ja Inventar aufräumen. So. So. Ach ja, dafür brauchen wir noch die 5. Das wäre der Inokulator. 5 Magma Cream, ein Blaze Sword, ein Fix. Ja, wir haben ja 5 Boom, Magma Cream. So. Ja. So, da. Gold, Redstone, Advanced Genetic Machine, Glass und Royal Jelly.
Stabilisierungsmittel noch brauchen. Hier glaube ich so. Ach so, 2 Gold noch. Natürlich. Bitte schön. 2 Entisierungs, dafür mussten wir unser einziges Royal Jelly abgeben. Ich hoffe, das fehlt uns zum Schluss nicht. So, und Boom, und wir haben den Inokulator. Damit hätten wir jetzt alles. Ich habe keine Ahnung, was die einzelnen Maschinen machen, aber wir werden sie wahrscheinlich auch brauchen. Questbuch. One Quest, okay, Word. Genetic Manipulation 2. Und Boom! Play Reward. Was haben wir jetzt noch? 2 Quests offen. Die beiden noch. Everybody's und Genetic Control. So. Ja gut. Ich hab wirklich gar keinen einzigen Plan, was diese einzelnen Maschinen machen. Aber sie sind höchstwahrscheinlich irgendwie wichtig. Deswegen bauen wir uns jetzt gerade mal ganz kurz hier weiter. Ich hatte Angst, ehrlich gesagt, für diese ganze Maschine zu sein. Aber ehrlich gesagt, scheiß drauf, wir haben ein Jetpack. So. Denn hier werde, hier im Keller wird dann unsere Bienenmaschinerie entstehen. Ne? Direkt hier unter diesem Hügel. Hier oben halt so ganz normal klassisch alt. Ich habe hier leider aus Versehen ein bisschen gemischt. Deswegen sieht das auch hier alles so scheiße aus. Muss ich später mal alles nochmal neu machen und so mit den ganzen Bienen und so. Und ich packe mal wieder, ich brauche mal eine Kiste wieder, wo ich einfach mein ganzes Inventar reinklatschen kann. Das ist mal hier so. Ne? Ja. Denn ich weiß nämlich nicht, was da drin sein wird in diesem Teil hier. Und Greater sogar. 3, 2, 1 und Boom! Nice! Also zwei Magnum-Torches. Wie kraft man die nochmal? 2 Magnum-Torches. Schick! Naja, auf jeden Fall Magnum Torches. Hey, wieder. Magnum Torches erhellen einen Bereich von, ich glaube, 64 mal 64 Blöcken. Sind auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, gerne. Ich lasse mal in der Tabelle hier. Elvis und. Oh, shit. Das ist einfach. Das ist einfach ein Hopper. So, boom, boom. Okay, dann. Wir haben zwar unser Dings, unser Jetpack, aber egal. So. Nehmen wir das gerade mal ganz kurz. Wir haben kommen im Crafting Table kaum noch ran. Die Saw. Brauchen wir ein paar Covers hier nochmal. Mit 60 müssen vielleicht reichen. Okay. Dann bauen wir uns hier gerade mal ganz kurz rein. Und ich habe wieder meine Folge nicht gestoppt. Deswegen, schau Leute, wir sehen uns. Bye bye und ciao.